Das Siegerbier in der Kabine gab der Trainer höchstpersönlich aus. Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Ein Bierchen für die Spieler geht doch in Ordnung, sagte Christian Titz. Schon auf dem Platz waren die Profis des Hamburger SV in Feierlaune, der, dank an die Fans, geriet zur Ehrenrunde. Da sich die rund 5000 mitgereisten Anhänger im ganzen Stadion verteilten, zog die Mannschaft nach dem Premierensieg vor alle Tribünen. Zuvor hatte der HSV gezeigt, dass er doch zwei Liga kann. Nach der herben Pleite zum Saisonauftakt gegen Holstein Kiel 0:3 gewann der Bundesliga-Absteiger im ersten Zweitliga-Auswärtsspiel seiner Historie 3:0 beim SV Sandhausen, dem Synonym für Fußballprovinz in Deutschland. HSV profitiert von Torwartfehlern, der erste Sieg in einer Saison ist natürlich sehr wichtig. So kommt die Leichtigkeit des Seins zurück, äußerte Titz, vergangene Woche war nicht alles schlecht, aber diesmal waren wir gleich drin im Spiel. Ähnlich äußerte sich Sportchef Ralf Becker. Ich stehe lieber nach einem 3:0 als nach einem 0:3 hier, sagte Becker. Es war wichtig, dieses Erfolgserlebnis zu haben. Kalenderei 7. und 59. sowie Rick van Drogelen, 30. erzielten die ersten Hamburger Zweitligatore. Begünstigt wurde der HSV-Sieg von SVS-Torwart Marcel Schuhn, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Bei beiden Nahrei-Treffern leistete der Keeper unfreiwillig die Vorarbeit, Spielplan und Ergebnisse der zwei Bundesliga, die Highlights der Sonntagsspiele in der Sendung Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga ab 19:30 Uhr im TV auf Sport 1, gestrandet in zweiten Liga Ahoi HSV, wir haben das Spiel mit viel Ballbesitz und gutem Körpereinsatz dominiert. Das frühe Tor hat uns auch geholfen reinzukommen. Die Fans haben uns klasse unterstützt. Es war wie ein kleines Heimspiel, sagte Narei. Schon vor dem Anpfiff wurde den Hamburgern deutlich gemacht, dass sie endgültig im Unterhaus angekommen sind. Gestrandet in zweiter Liga Ahoi HSV stand auf einem Plakat, das über der Zufahrtsstraße zum Stadion am Hartwald hing. Zahlreiche mitgereiste Fans machten Erinnerungsfotos mit dem Ortsschild im Hintergrund und freuten sich über die 5000 Liter Freibier, die ein SVS-Sponsor locker machte. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker, lesen Sie auch. Torglau kostet Aue ersten Saisonsieg Kielpatz gegen Heidenheim. HSV-Trainer Christian Titz, der sich als gebürtiger Kurpfälzer bestens in der Region auskennt und als C-Jugendlicher sogar das SVS-Trikot trug, baute seine Startelf im Vergleich zum Kiel-Spiel nur auf zwei Positionen um. Pierre-Michel Lasorga und Neuzugang Orel Mangala vom VfB Stuttgart durften von Beginn an ran. Der zweite Neue, Leo Lacroche von St. Etienne, saß zunächst auf der Ersatzbank, dem HSV fehlten Kapitän Aaron Hund, Stefan Ambrosius, Gideon Jung, Kyriakos Papadopoulos und Matti Steinmann. Zudem verzichtete Titz auf Albin Ekdal und Philipp Kostic, beide kurz vor dem Absprung, sowie Talent Jan Fiete Abnarei mit ersten Zweitligator für HSV vor 14.508 Zuschauern in der ausverkauften Arena war Sandhausen zunächst gut in der Partie. Nach dem ersten Patzer von Schuhn gingen dennoch die Gäste in Führung. Narei erzielte das erste Zweitligator des HSV. Die Gastgeber, die ohne Tim Knipping, Nemeden Derfus, Corbinian Vollmann, Karim Güde und Endro Uten auskommen mussten, waren nur kurz geschockt, der Isländer Rurik Gislason, der bei der WM-Endrunde als Frauenschwarm von sich reden gemacht hatte, vergab eine gute Möglichkeit für die Kurpfälzer, 14. die im ersten Spiel bei der SPVGG Greuther Fürth verloren hatten 1:3. Auch im Anschluss blieb das SVS dran, Felix Müller konnte die nächste Chance nicht nutzen, 17. Auf der Gegenseite war es Lasorga, der das zweite HSV-Tor auf dem Fuß hatte, 24. Danach übernahmen die Hamburger das Kommando.
Nach einem Freistoß von Douglas Santos war Van Drongelen mit dem Kopf zur Stelle, Kevin Behrens vergab kurz vor der Pause die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, 39. Nach dem Seitenwechsel passierte erst einmal nicht viel. Dann leistete sich Schuhn einen weiteren Aussetzer. Die Slapstick-Einlage des Keepers nutzte erneut Narei, der nur noch einschieben musste. Punkt. Danach ließ der HSV kaum noch etwas anbrennen.